dich ein bisschen beeilen. Mama will, dass du dein Zimmer aufräumst. Du, Mama? Mhm? Wie lange dauert es noch bis zu meinem Geburtstag? Dein Geburtstag ist in 2 Wochen, Lillebohr. Kann ich dann bitte einen Hund geschenkt bekommen? Wir haben dir doch erklärt, dass das nicht geht. Dann kann ich aber nie einen Hund haben, mein ganzes Leben lang nicht. Du, Mama, du hast Papa und Bürger und Betty hocken immer zusammen. Aber ich habe niemanden. Du hast uns, deine Familie. Ihr seid alle nur gegen mich. Lillebror! Papa und ich gehen spazieren. Wir sind bald zurück. Lillebror, zu dem Hund wollte ich noch sagen. Wir reden später darüber, ja? Darf man sich ein Weilchen niederlassen? Ist es nicht wahnsinnig schwer, so zu fliegen? Nein, nicht für mich. Für mich ist es überhaupt nicht schwer. Ich bin der weltbeste Kunstflieger. Aber ich würde nicht jedem dahergelaufenen Strohkopf raten, es nachzumachen. Wie heißt du übrigens, na? Lillebror. Aber eigentlich heiße ich Svante Svantesson. Denk bloß, wie verschieden alles sein kann. Ich heiße Karlsson. Einfach nur Karlsson. Sonst gar nichts. Und wie alt bist du? 7,5. Prima, mach weiter so. Wie alt bist du denn? Ich? Ich bin ein Mann in meinen besten Jahren. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Welche Jahre sind die besten, bitteschön? Alle. Wenigstens was mich betrifft. Ein schöner, grundgescheiter, gerade richtig dicker Mann in den besten Jahren. Wollen wir die in Gang setzen? Papa oder Bürger müssen eigentlich dabei sein. Bürger oder Papa oder Karlsson vom Dach? Guck dir das Regal an, was wird Mama dazu sagen? Ach, halb so wild, alles in Ordnung. Ein paar unbedeutende Flecken auf einem Bücherregal, das stört keinen großen Geist, oder? Bestell das deiner Mama. Einen Moment noch, ich bin mit den Vorbereitungen fast fertig. Ich musste nur noch einmal nach dem Sicherheitsventil sehen. Es kann zu schlimmen Unfällen führen, wenn man vergisst, das Sicherheitsventil richtig einzustellen. Ja, hör dir das an. Genau so muss ein Puff, Puff, Puff klingen, Lillebohr. Ich bin der weltbeste Dampfmaschineningenieur. Sie ist explodiert. Junge, was für ein Knall. Sie ist kaputt gegangen. Das stört keinen großen Geist. Du bekommst von mir eine neue. Wo nimmst du die her? Ich hab ein paar tausend oben bei mir. Wie, wo oben bei dir, hä? Na, bei mir oben. In meinem Haus auf dem Dach. Du hast oben auf dem Dach ein Haus? Ein Haus mit 4000 Dampfmaschinen, ungelogen? Naja, ein paar hundert sind's mindestens. Mein Motor stottert so seltsam. Er muss mal wieder in die Werkstatt zur Wartung. Ich könnte es natürlich selber machen. Immerhin bin ich der weltbeste Ingenieur, aber mir fehlt die Zeit. Nein, da liefere ich mich lieber in die Werkstatt ein. Lillebror. Mama! Mama, Mama, komm schnell, begrüß Karlsson! Guck doch! Lillebror! Was hast du angestellt? Wie hast du das bloß wieder geschafft? Ich bin's nicht gewesen, das war nämlich Karlsson. Tu das nie wieder, du hättest dir damit sehr wehtun können. Er ist einfach durchs Fenster geflogen gekommen, er wohnt in einem Haus auf dem Dach. Wenn man was ausgefressen hat, muss man dazu stehen und nicht etwa einen Karlsson vom Dach beschuldigen, den es gar nicht gibt. Es gibt ihn aber wohl. Und fliegen kann er natürlich auch.
Ja, allerdings kann er das. Ich hoffe, er kommt mich bald wieder besuchen, damit ihr es selber sehen könnt. Am besten wär's schon morgen, Lillebror. Ich geb dir 10 Kronen, wenn ich Karlsson vom Dach wirklich kennenlernen kann. Morgen wird er nicht kommen können. Da muss er nämlich in die Werkstatt zur Wartung. Was hat er morgen vor? Er liefert sich in die Werkstatt ein. Für eine Wartung. Ungelogen. Kinder! Ich wette, du hast dir diesen Karlsson nur ausgedacht. Wir wollen unser Lied üben. Ja, du willst dich nur wichtig machen. Das will ich gar nicht. Es gibt ihn echt. Der Frühling ist gekommen. Du hast doch einen Radar. Nein, du hast den Radar. Freud, genau. Alt wird der das kriegst du zurück. Wie war's denn heute in der Schule? Mein Gott, Lillebror. Christa hat einen Stein nach mir geworfen. Warum hast du mir nichts davon gesagt? Na, weil das auch nichts gebracht hätte. Du kannst keine Steine werfen. Du triffst ja nicht mehr ein Scheunentor, selbst wenn du direkt davor stehst. Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass ich Christa mit Steinen bewerfen würde. Womit würdest du denn sonst werfen? Es gibt nichts anderes. Auf jeden Fall nichts, was irgendwie besser wäre. Warum habt ihr euch überhaupt gestritten? Christa hat voll gestinkert und gesagt, dass ich Karlsson nur erfunden hätte. Ist es nicht so? Zumindest du könntest mir glauben, also ehrlich. Gunilla und Christa fahren morgen sowieso in die Ferien. Eigentlich kann es mir egal sein, was sie über Karlsson denken. Dieser Karlsson sollte dich nicht zu sehr beschäftigen. Ich freue mich schon. Falls Karlsson heute Nachmittag zu Besuch kommt, nimmt er mich wahrscheinlich mit nach oben aufs Dach. Na prima, da werdet ihr sicher Spaß haben. Alle behaupten, dass ich dich nur erfunden hätte. Selbst wenn du mich nur erfunden hättest, wäre ich immer noch der weltbeste Erfindung. Schöne Bilder. Furchtbar schöne Bilder. Wenn auch vielleicht nicht ganz so schön wie meine. Hast du viele Bilder oben bei dir zu Hause? Mehrere tausend. Von mir gemalt, in meiner Freizeit. Ich male vieles. Am liebsten aber doch Vögel und stolze Hähne. Ach, tatsächlich? Vielleicht könnte ich irgendwann ja mal mitkommen zu dir. Ich würde mir deine Bilder, deine Dampfmaschinen und dein ganzes Haus gerne ansehen. Wenn man hohes Fieber hat, muss man viel Wasser zu sich nehmen. Auch wenn man dabei ein oder zwei Fischchen verschluckt. Das stört keinen großen Geist. Aha, hast du den Fieber, Karlsson? Merkst du das nicht? Ich bin todkrank. Vielleicht, weil ich so schlecht schlafe. Schläfst du ehrlich so schlecht? Ja, nur nachts kann ich gut schlafen. Wie ein Stein. Ja, und vormittags geht es auch, aber nachmittags ist es kaum auszuhalten. Da rolle ich mich im Bett von einer Seite auf die andere. So heiß fühlst du dich gar nicht an. Wie hoch ist denn dein Fieber? Oh, 30, 40 Grad, mindestens. Tja, ich finde, du siehst gar nicht sehr krank aus. Kann ich nicht mal genauso krank sein wie andere Menschen auch? Ach, willst du denn krank sein? Das will doch wohl jeder. Ich möchte im Bett liegen mit mörderischem Fieber. Du musst mich dann fragen, ob ich auf etwas Lust hätte. Darauf sage ich dir, ich bin so krank, so sterbenskrank, ich habe auf gar nichts Lust. Vielleicht nehme ich aber doch ein Stück Kuchen, reichlich Schokolade und eine Handvoll Bonbons, aber bitte mit Karamell. Ja. Ja.
das so ein kleiner Kerl wie du verdrücken kann. Genau passend. Ich bin der weltkrankeste Kranker. Aber jetzt beeil dich. Du musst mich schnell nach Hause und ins Bett bringen. Spring auf und schon geht's los. Aber was ist, wenn du mich mitten im Flug verlierst, Carlsson? Tja, naja, es gibt auf der Welt so viele Kinder. Da kommt's auf eins mehr oder weniger doch eigentlich gar nicht an. Der Meinung bin ich aber ganz und gar nicht. Was ist, wenn ich abstürze, hä? Nur die Ruhe. Das ist ausgeschlossen. Wer könnte dich besser beschützen als ich? Denn obwohl du bloß ein kleiner, dummer Junge bist, muss ich zugeben, ich hab dich ganz gern. Man hält es nicht für möglich. Und doch, ja, ich hab dich ganz gern. Komm. Allerdings, Gottlob. Ha, ich muss ins Bett. Ich bin der weltkrankeste Kranker. Sei willkommen, lieber Carlsson. Und du auch, Lillebror. Hier liegt jede Menge Kram rum. Eure Wohnung ist ganz anders. Ihr habt ja so gut wie überhaupt kein Kram. Wo sind deine Dampfmaschinen? Meine Dampfmaschinen? Sind alle miteinander explodiert. Fehlerhafte Sicherheitsventile, so kann's gehen. Aber das stört keinen großen Geist. Es wäre verkehrt, ihnen nachzutrauern. Was ist mit deinen Bildern von den Hähnen? Sind die etwa auch explodiert? Nein, selbstverständlich sind die noch da. Was glaubst du, ist das dort? Sehr einsamer Hahn mit hängendem Kopf. So habe ich es betitelt. Ein sehr einsamer Hahn. Gemalt von der weltbesten Hahnmaler. Oh, dieses Bild ist so herzergreifend traurig. Aber ich will lieber nicht weinen, sonst steigt das Fieber wieder. Ich bin so schwach, aber das Haus müsste geputzt werden. Willst du das nicht erledigen? Also ein bisschen könntest du auch tun. So krank siehst du eigentlich nicht aus. Nein, nein, ich muss ein neues Bild malen, und zwar sofort. Das muss man nämlich tun, wenn einem die Inspiration überkommt, verstehst du? Ganz plötzlich tauchte sie auf. Plopp, und sieh da, ich habe die Inspiration verspürt. Was ist die Inspiration denn? Die Inspiration? Tja, das ist so eine Art Krankheit. Sie befällt alle großen Bildermalkünstler. Ohne Pause müssen wir malen und malen und können nicht aufräumen. Höchste Zeit, dass ich nach Hause gehe. Sie werden sich schon Sorgen um mich machen. Hast du noch mehr Süßigkeiten? Hey, ich habe bemerkt, was für ein Vielfraß du bist und dass du nie genug kriegen kannst. Deshalb schlage ich vor, wir teilen den Rest brüderlich. Das kann man nicht teilen, das weiß nun wirklich jedes Kind. Aber zwei kann man teilen. Gutmütig und bescheiden wie ich bin, lasse ich dich zuerst aussuchen. Aber du weißt, wer zuerst aussuchen darf, muss sich den kleineren nehmen. Wenn so ist, darfst du zuerst aussuchen. Na schön, da werde ich nicht Nein sagen.
Wer zuerst aussucht, muss dafür den kleineren nehmen, hast du behauptet. Wenn du so anfängst, werde ich dir eine Frage stellen. Welchen Bonbon hättest du genommen, wenn du zuerst ausgesucht hättest? Den kleineren, selbstverständlich. Wozu die Aufregung? Den hast du doch bekommen. Ich bin wieder gesund. Wir gehen uns amüsieren. Komm. Hol schnell noch meine Pistole. Die hängt vom Sofa aus gesehen am 14. Haken. Ich hab sie gefunden. Komm. Hallo. Komm schon. Ich rette dich. Gratuliere! Lillebror, willst du mal echte Räuber sehen? Es gibt zwei prima Exemplare in einer Dachkammer, gleich um die Ecke von hier. Zwei erstklassige Räuber. 100.000 Kronen Belohnung. Das Sümmchen würde mir schon schmecken. Und er fliegt hier in der Gegend rum. Da brat mir doch einer den Storch. Du, Fille? Ich kenne hier jemanden im Raum, der sich bald 100.000 Kronen verdient. Jemand, der das UFO über Stockholm fangen wird. Nein! Na komm! Meinetwegen. Jetzt übertreibst du aber doch ganz schön. Wer hat denn schon was dagegen einzuwenden, dass du ein bisschen auf den Dach spazieren gehst? Na, was soll's? Es wird Zeit, dass ich mich in mein kuscheliges Bett lege. Der Tag war zwar nicht sehr kräfteraubend, aber immerhin habe ich morgens noch 30 oder 40 Grad Fieber gehabt. Das wollen wir nicht vergessen. Du, Lillebror. Erzähl den Feuerwehrleuten lieber nicht, dass ich hier oben bin. Ich bin nämlich der weltbeste Feuerlöscher. Und wenn die davon erstmal Wind kriegen, lassen die mir keine Ruhe, bis ich jedes Feuer in der Stadt lösche. Psst. Hey, bleib am besten, wo du bist. Eigenartig. Ich hätte schwören können, es wären eben noch zwei Jungen hier oben gewesen. Nein, außer mir gibt's hier oben keinen Jungen. Lillebror, es gibt deinen Karton vom Dach nicht. Ja, doch und ob. Denn wenn nicht, könnt ihr mich ja nicht besuchen. Aber stell dir vor, du wärst da runtergefallen. Dann hätten wir jetzt keinen Lillebror mehr. Ja, und wärt ihr dann sehr traurig? Wir wollen dich um keinen Preis der Welt verlieren. Das weißt du doch auch.
Nicht mal für 100.000 Millionen Kronen? Sehe ich das richtig? Mal überlegen. Unsinn. Nicht mal für 100.000 Millionen Kronen. Bin ich euch wirklich so viel wert? Ja, das bist du. Wenn ich ehrlich 100.000 Millionen Kronen wert bin, könnt ihr mir dann nicht vielleicht schon mal 1.000 Kronen in bar für einen Hund auslegen? Oh. Der arme Lillebohr. Er ist so einsam. Daher kommen diese Hirngespinste um Carlsson. Über der Hauptstadt Stockholm fliegt ein UFO. Das jedenfalls behauptet der Hobbyfotograf Stig Lundberg, 31 Jahre. Am vergangenen Donnerstag ist es ihm gelungen, ein Foto von dem rätselhaften Phänomen zu schießen. Das UFO sieht aus wie eine fliegende Tonne, schildert Lundberg. Und viele seiner Nachbarn, die das Flugobjekt auch gesehen haben wollen, geben ihm recht. Wer löst das Rätsel um das geheimnisvolle UFO? 100.000 Kronen beträgt die Belohnung für denjenigen, der die fliegende Tonne fängt oder maßgeblich dabei hilft. Sachdienliche Hinweise nimmt unser Büro entgegen. Tja, du weltbester Carlsson vom Dach. Wenn doch irgendjemand von dir erfährt, dann ist das nichts mehr, was nur wir zwei teilen. Da gibt es nur eins, du musst von jetzt an unser Geheimnis bleiben. Habt ihr alles, was ihr für die Reise braucht? Ja, Mama. Sonnencreme, Zahnbürste und Mückenspray, Regenmantel. Sei nicht traurig, Lillebror. Stell dir vor, wir fahren auch bald weg, Mama, du und ich. Mama hat nämlich Schiffskarten für eine Kreuzfahrt gekauft. Das wird sicherlich sehr lustig. Und, findest du das nicht auch klasse, Lillebror? Ja, aber ich muss zu Hause bleiben und auf Carlsson aufpassen. Ihr dürft niemandem jemals von ihm erzählen. Er ist ein Geheimnis, wisst ihr? Aber Lillebror, mein Junge. Ich kann unmöglich mitkommen. Überleg's dir lieber nochmal, ja? Ist das nicht ein Brief von Onkel Julius? Er kommt in die Stadt und bleibt voraussichtlich mindestens 14 Tage hier. Doch, anscheinend haben die Ärzte ihm Bäder und Massagen verschrieben. Er sagt, seine Glieder wären morgens immer ganz steif. Aha, das war's dann wohl mit der Kreuzfahrt. Lillebror will nicht mitkommen und dann nistet sich auch noch Onkel Julius ein. Mir ganz egal, ich fahre und ich nehme eure Mutter mit, selbst wenn ich sie entführen muss. Lillebror begleitet uns, oder aber er bleibt hier zu Hause bei Onkel Julius, gut? Vielleicht kann Fräulein Bock einspringen. Fräulein Bock? Ja, sie hat uns auch geholfen, als ich krank war. Sie versorgt Lillebror und macht den Haushalt. Unser Lillebror ist schon ein komischer Vogel. Er bleibt lieber zu Hause zusammen mit Onkel Julius und Fräulein Bock, anstatt mit Mama und Papa auf eine tolle Kreuzfahrt zu gehen. Wenn man einen Freund hat, muss man sich auch richtig um ihn kümmern. Ei, ei, auweia, da ist gerade wieder ein Boot umgekippt. Wie traurig. Es vergeht kein Tag mehr ohne Unglücke. Und das Schlimmste von allem ist das. 100.000 Kronen beträgt die Belohnung für denjenigen, der die fliegende Tonne fängt oder maßgeblich dabei hilft. Sachdienliche Hinweise nimmt unser Büro entgegen. Hoi, hoi, hoi! Dieses geheimnisvolle Wunderding ist schon so gut wie geschnappt. Ruf die Zeitung an und sag denen, dass ich es heute Nachmittag bei ihnen abliefere. Wie meinst du das denn? Ich bewaffne mich mit meinem großen Schmetterlingsnetz. Und wenn dieses komische UFO einmal mehr über Stockholm kreist, dann hopp, schlage ich blitzschnell zu und fertig. Hast du einen Koffer, in den 100.000 Kronen gehen? Kapierst du nicht, dass du das komische UFO bist? Die haben vor, dich einzufangen, verstehst du? Oh. Was? Du nennst mich ein komisches UFO? Dabei ist es offensichtlich, dass ich ein schöner, grundgescheiter, gerade richtig dicker Mann in den besten Jahren bin. Oder hast du das inzwischen immer noch nicht bemerkt, hä? Doch, natürlich, Carlsson. Aber ich kann nun mal nichts dafür, was die in der Zeitung schreiben. Hm. Und die meinen damit dich. Du bist die fliegende Tonne. Hier, guck. Fliegende Tonne? Du nennst mich allen Ernstes eine fliegende Tonne? Und sowas will mein bester Freund sein. Das finde ich gemein. Das finde ich echt gemein. Ich denke das überhaupt nicht. Es steht nur so in der Zeitung.
Na, wenn ich schon eine Tonne sein soll, dann wenigstens der weltbeste Tonne. Ich bin 100.000 Kronen wert, vergiss das nicht. Allerdings, du bist 100.000 Kronen wert. Das können nicht viele von sich sagen. Niemand auf der ganzen Welt. Für so einen abgebrochenen Zwerg wie dich gibt's sowieso nicht viel. Wenn's hochkommt, 1,50. Hi, hi! Heißer Hopser! Hey! Ach, endlich. Guten Tag, Fräulein Bock. Ich hab nicht früher kommen können. Daran ist nur meine Schwester Frieda schuld. Das Wichtigste ist, dass Lilleborough versorgt ist. Geben Sie Acht, dass nichts passiert, während wir weg sind. Wenn ich in der Nähe bin, passiert garantiert nichts. Das glaube ich gern. Wenn wir zurückkommen, ist dein Geburtstag und danach fahren wir zur Großmutter. Da bist du doch gern, hm? Wir müssen los. Halt die Ohren steif, Lilleborough. Kriege ich zu meinem Geburtstag einen Hund? Geht's Ihrer Schwester Frieda nicht gut? Doch, offenbar geht's ihr sogar zu gut. Sie hat sich verlobt, dieses leichtsinnige Ding. Sie ist schrecklich eingebildet, weil Philipp, ihr schwachsinniger Verehrer, ihr eingeredet hat, sie hätte eine anheimelnde Nase. Eine anheimelnde Nase. Ich weiß beim besten Willen nicht, was anheimelnd daran sein soll, wenn man eine mittelgroße Kartoffel mitten im Gesicht trägt. Können Sie nicht vielleicht jemanden treffen, der Ihre Nase schön findet? Niemand findet meine Nase schön. Männer. Oh, sollte das etwa schon Onkel Julius sein? Wie lange muss ich deiner Meinung nach im Regen herumfliegen und die wüstesten Flüche ausstoßen, nur weil du dein Fenster nicht offen stehen lässt? Aber du hast gesagt, du willst dich hinlegen. Ich habe heute einfach nicht mehr mit dir gerechnet. Du hättest trotzdem damit rechnen können. Frierst du nicht so nass, wie du bist? Doch, natürlich friere ich. Bloß frage ich mich, ob das hier jemand interessiert. Gibt es jemanden hier, dem es leid tut, dass sein bester Freund durchnässt und zitternd vor Kälte nach Hause kommt? Der seine Sachen zum Trocknen aufhängt und ihn in einen kuscheligen, weichen Bademantel hüllt und ihm eine heiße Schokolade macht. Ihm dazu ein paar leckere Brötchen schmiert und ihn dann liebevoll ins Bett bringt und ihm ein paar schöne gute Nachtlieder vorsingt, damit er einschlafen kann. Gibt es so jemanden hier? Nein, natürlich nicht. So jemanden gibt's tatsächlich nicht. Oh nein! Was ist das für ein Ding? Doch nicht etwa ein UFO-Fangnetz. Du hast gar nichts an, Carlson. Naja, sowas kann selbst dem Besten passieren. Hm. Noch nie einen nackten Mann gesehen? Hm. Wer ist das? Das ist... Das ist mein Freund Carlson vom Dach. Propellerapparate für Kinder. Wo soll das eines Tages alles nur enden? Demnächst fliegt er noch zum Mond, bevor er in die Schule kommt. So. Aha. Na schön. Riecht fast so, als würde sie Essen machen. Bestimmt wärmt sie die Fleischklößchen von gestern auf. Mit Volldampf in die Küche! Mm. Hoho! Ich glaube, wir kommen gerade recht zu einer kleinen Zwischenmahlzeit, oder nicht? Verschwindet, und zwar auf der Stelle. Ich find's nicht nett, wenn du so eklig bist. Ich will auch ein paar leckere Fleischklößchen abkriegen. So, raus! Und lass dich hier nie wieder blicken! Pfui, Fräulein Bock, das war echt gemein! Carlson ist mein bester Freund und er darf sehr wohl hier sein! Das lasse ich mir nicht gefallen, das muss mal ganz klar gesagt sein! Nicht durch die Hintertür rausschmeißen, das ist ein tolles Ding, das mache ich nicht mit, klar? Durch die Hintertür, pfui!
Oh. Wenn schon, dann will ich durch die Vordertür rausgeschmissen werden. Wie alle Feinleute. Ganz wie du willst. Lassen Sie ihn in Ruhe. Bitte schön. Ist dem Herrn dieser Abgang nun fein genug? Ja, schon viel besser. Hör mal, Fräulein Buck, das ist total unfair und gemein gewesen. Carlsson darf natürlich in der Küche sein. Dein Carlsson kann warten. Ich esse jetzt erstmal ein Fleischklößchen. Wunderschönen guten Abend. Ist jemand zu Hause? Und gibt's vielleicht noch Fleischklößchen? Ja, ich bin wieder da. Das freut euch doch sicher ungeheuer. Und vermutlich besonders dem Drachen am Herd. Ich glaube, fast ein verfresseneres Weibstück habe ich nie gesehen. Herzlich willkommen, Onkel Julius. Ach, Lillebror. Mensch, Carlsson, warum machst du denn so einen Quatsch? Ich schieße bloß einen Salut. Ja, so ein Salut gehört sich, wenn vornehme und bedeutende Persönlichkeiten oder Beamte höheren Dienstgrades auf Besuch kommen. Oh weh, oh weh, oh weh, oh je, yeah, oh je, yeah, oh je, yeah. Oh nein, guter Moses. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Was hat da so gerumst? Der Rums war ein Salut. Pure Verschwendung bei solchen Leuten, die daraufhin gleich den Kopf verlieren und in Ohnmacht fallen vor Schreck. Nun, es liegt mir fern, mich über das Essen zu beschweren, aber Ihr Hühnchen war zäh wie Leder. Mein kleiner Sonnenschein, hm? Du kannst doch nichts dafür, dass du so ganz und gar nicht kochen kannst. Wir spielen jetzt, dass du mein Opa bist, in Ordnung? Du musst dir eine Geschichte für mich ausdenken, aber bitte schön keine zu gruselige, sonst bekomme ich nur Angst. Du frecher Lümmel, Finger weg! Reise für ein UFO über den Dächern Stockholms. Heute ist es einem unserer Reporter gelungen, erste spektakuläre Bilder des Phänomens einzufangen. Ganz Sie wollen ein UFO gesehen haben? Diese Reporter glauben aber auch, sie könnten uns Zuschauern das Blaue vom Himmel herunter erzählen. Das erfinden sie doch bloß, damit sie ihre Sendezeit füllen können. Ein UFO! Oder haben Sie, Fräulein Bock, vielleicht schon ein UFO in Ihrer Küche herumfliegen sehen? Ein UFO? Nein, zumindest nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, wie Sie, es ist nur ein Hirngespinst von diesem Reporter. Oh nein, Carlsson! Das war Bürgers bester Schlafanzug! Gleich, mein kleiner Julius, kommt der Sandmann mit seinem Zauberregenschirm geflogen und streut dir Sand in die Augen, damit du schön einschlafen kannst. Onkel Julius! Dich kann ich nicht brauchen. Lauf schnell und hol Fräulein Bock. Herr Jansson, sind Sie krank? Ja, ja, ich denke schon. Ja, ja. Oh ja, ich muss zweifellos krank sein. Verschwinde!
Ich bin ein kluger, nüchterner Mann, Fräulein Bock. Keine Fernsehsendung und auch nichts anderes kann mir irgendwelche Idiotien weismachen. Und folglich muss ich doch wohl krank sein. Woran glauben Sie zu leiden, Herr Jansson? Ich sehe Erscheinungen, Fieberfantasien. Halten Sie mich bitte nicht für verrückt, aber ich beginne an die Existenz von Märchenwesen zu glauben. Ich sah keinen geringeren als den Sandmann persönlich. Nun sagen Sie, Herr Jansson, fühlen Sie sich heute Morgen schon wieder wohler? Woher um alles in der Welt soll ich das wissen, noch bevor ich überhaupt beim Doktor gewesen bin? Jetzt will ich gerne einen Schluck Kaffee, ein leckeres Brötchen und vor allem meine Ruhe. Habe mir noch mehr Brötchen eingesteckt. Musste die gesamte Märchenwelt bewirten. Der Sandmann. Es kann mir auf keinen Fall jemand weismachen, dass der Sandmann Brötchen stiehlt. Ich meine vorausgesetzt, dass es ihn überhaupt gibt. Ein so gutmütiger Kerl tut sowas einfach nicht. Nein, ich weiß, wer dahinter steckt. Na, wer war's denn? Dieser schreckliche kleine dicke Bengel natürlich. Carlsson oder wie immer er auch heißt. Ich glaube, es war doch eher der Sandmann. Flitz mal schnell runter und kaufe für mich einen Liter Milch im Laden. Na los, los, abmarsch. Ist doch sonnenklar, das UFO ist niemand anderes als der Kerl mit dem Propeller. Wir müssen ihn uns krallen, bevor es ein anderer tut. Wir wissen ja, wo er wohnt. Ich habe ihn da oft genug hinfliegen sehen. Am besten schlagen wir sehr bald schon zu. Er wohnt 4 Treppen hoch in Nummer 12. Es steht Svantesson an der Tür. Das habe ich gecheckt. Hm? Ja. Gut, heute Nacht. Carlsson, die Räuber denken, du wohnst bei uns. Hey, sie wollen dich fangen, uns für heute Nacht. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, heute Nacht wird's amüsant. Genial? Warum hat sie Pflaster im Gesicht? Beim Rasieren geschnitten. Sie erinnert mich so an meine Mutter. Vielleicht nenne ich sie Mama Schreck. Thank you.
Du alte Puppe, siehst du das nicht? Gerade eben war sie doch noch im Flur. Hallo? Ist da jemand? Lillebrand, warst du bei mir im Zimmer? Auf leisen Sohlen und hast mit deiner Taschenlampe rumgefuchtelt? Nein, ich war's nicht. Aber warum bist du dann wach? Und überhaupt, verkriech dich nicht unter der Decke, man kann dich ja kaum verstehen. Nicht aufregen, das ist nur eine Puppe, nicht runterfällt. Aber in meinem Schrank sind zwei Räuber. Ich lass mich von dir nicht für dumm verkaufen, hörst du? Räuber im Schrank, so ein Blödsinn, diesmal gehst du zu weit. Ist da jemand im Schrank? Ich will eine Antwort. Ist da jemand drin? Selbst wenn da keiner ist, gehört es sich doch wenigstens zu antworten. Oh, du mutiger, guter Junge. Obwohl du noch so winzig bist, hast du zwei große, böse Einbrecher überlistet. Oh, lieber Lillebrand, du bist ein Held. Halt, Sekunde, nicht erster Held. Ich bin der Held. Ich hab sie eingeschlossen. Also, wenn hier einer Lob verdient, dann bin ich es. Ich bin mutig, gescheit und hübsch obendrein. Nein, du schon wieder. Beeil dich, lauf schnell und weck deinen Onkel Julius. Wir müssen die Polizei rufen. Guter Moses, oh weh. Ich muss mir schleunigst noch den Morgenrock überziehen. Onkel Julius, du musst schnell kommen. Es sind zwei Räuber in meinem Schrank. Hat man hier nie Ruhe. Die Räuber sind da im Schrank. Es wäre ratsam, erstmal Lillebrand zu wecken. Ach was, du stehst ja vor mir, wie ich sehe. Aber wer liegt in deinem Bett, wenn nicht du darin liegst? Etwas Gräßliches, geradezu Schauerliches ist es. Ein Märchenweltwesen sicherlich. Haha, niemand aus der Märchenwelt, leider Fehlerzeige, nicht traurig sein. Unter der Decke steckt nur ich. Haha, hübsche Überraschung, nicht? Sagen Sie bloß, dieser ungezogene Bengel übernachtet auch noch hier. Aber ich drehe ihm eigenhändig den Hals um, sobald ich die Zeit finde. Hören Sie, Herr Jansson, es wird höchste Zeit, die Polizei anzurufen. Die Polizei sind hier. Öffnen Sie im Namen des Gesetzes. Von wegen Polizei? Das könnt ihr einem erzählen, der nicht bis drei zählen kann, ihr Halunken. Es wird streng bestraft, wenn man zwei Polizisten einsperrt, die unterwegs sind, um das UFO einzufangen. Aber... Sie tragen ja nicht mal eine Uniform. Richtig, wir kommen nämlich von der Geheimpolizei. So sieht's aus. Und wir sind gekommen, um ihn da abzuführen. Ein UFO soll der sein. Nein. Also wirklich, meine Herren, das ist doch Lillebrands vorlauter Klassenkamerad. Das sind keine Polizisten, sogar im Gegenteil. Das sind zwei Räuber, das weiß ich ganz genau. Naja, ich werde die Sache aufklären, das wäre doch gelacht. Also, ich habe vom ersten Augenblick an gewusst, was für eine kluge und wundervolle Dame Sie sind. Es ist mir eine Freude und eine Ehre, Sie heute kennengelernt zu haben. Ich sehe in Ihre Augen und ich schmelze dahin, ganz zu schweigen von Ihrer anheimelnden Nase, schöne Frau. So bezaubernd, dass man sich mit der Besitzerin gleich verloben möchte. Was, wie bitte? Was sagen Sie? Tja nun, ich sagte nur, dass Ihre Nase... Jetzt verstehe ich, Sie sind Philipp. Der bin ich, woher wissen Sie das denn? Haben Sie schon von mir gehört? Und ob, das habe ich ja. Du guter Moses, allerdings... Sie sind dann sicher sein feiner Freund Rudolf. Mhm. Aber woher kennen Sie uns nun eigentlich? Haben wir etwa gemeinsame Bekannte? Fräulein Frieda Bock aus der Freigattan. Sie ist meine Schwester. Na, fällt der Groschen? Ihre Nase ist so anheimend wie meine, dass man sich gleich mit ihr verloben möchte. Das sind mir ein paar feine Polizisten. Sie haben meine Brieftasche und meine Uhr gestohlen. Ich will beides wiederhaben und zwar augenblicklich. Nein, tut uns nichts. Rück die Brieftasche und die Uhr raus, sonst mache ich kurzen Prozess.
Katzen. Das werde ich Frieda erzählen! Und wagt euch niemals mehr in die Freigattern! Das will ich euch raten! Sonst fließt nämlich Blut! Habt ihr mich verstanden? Es fließt Blut! Das UFO-Rätsel ist gelöst. Es war gar kein UFO. Wie ein Nachbar jetzt herausfand, war es nichts weiter als ein kleiner Junge, der auf dem Dach seinen Drachen steigen ließ. Ich bin der Meinung, die Belohnung steht uns trotzdem zu. Wir sollten gleich mal losgehen und uns die 100.000 von der Zeitung holen. Aber du bist kein UFO. Und weil du kein UFO bist, darfst du auch kein Geld von ihnen verlangen, weißt du? Heute, wenn ich schon im Bett liege, kommen Mama und Papa und Bürger und Betty zurück. Und morgen ist endlich mein Geburtstag. Ich mache eine Geburtstagsparty mit Kuchen und so. Gunilla und Christa werden zum Feiern kommen. Warum denn die? Dich würde ich eigentlich auch gerne einladen wollen, aber... Aber was? Nun sag schon. Wenn ihr feiert, will ich auch lustig sein. Klar kannst du kommen, Carlsson. Was gibt's alles zu essen? Geburtstagstorte. Mama macht eine super leckere Sahnetorte mit 8 Kerzen drauf. Ach so. Ich hätte einen Vorschlag. Und der wäre? Kannst du deiner Mama nicht sagen, dass du lieber 8 Torten hättest, aber dafür auch nur eine Kerze? Die Idee wird sie wohl nicht so prima finden. Kriegst du was Gutes geschenkt? Das weiß ich noch nicht. Einen Hund werde ich allerdings in meinem ganzen Leben nicht geschenkt bekommen. Bestimmt kriege ich jede Menge andere Geschenke. Über die werde ich mich schon auch freuen und einfach nicht mehr an den Hund denken. Das habe ich mir fest vorgenommen. Außerdem hast du auch noch mich. Ich möchte meinen, ich bin ein bisschen mehr wert als so ein Hund. Sagen Sie, Fräulein Bock, könnten Sie sich vorstellen, es mit dem alten Julius Jansson zu versuchen? Hm? Oh. Lillebror. Gut. Na, pack die Geschenke aus. Nur zu. Bist du soweit? Dann komm. Hey, noch ein Geschenk. Nun, wein doch nicht. Es war nur ein Scherz. Es tut uns auch echt leid. Lasst mich in Ruhe! Ihr wisst genau, dass ich mir einen richtigen Hund gewünscht habe. Da braucht ihr mich nicht noch extra zu ärgern. Warum musst du denn so weinen? Da wartet jemand draußen im Flur auf dich. Das sind bestimmt Gunilla und Christa. Nein, ich glaube, er heißt Bimbo. Ich kenne überhaupt keinen Bimbo. Ja, da hast du recht, stimmt. Aber er will so gern mit dir Freundschaft schließen. Ist es? Ja, ganz genau. Hä? Na? Ist das mein Hund? Der Plüschhund ist nicht für dich, weißt du. Der ist nämlich ein Spielzeug für Bimbo. Wir wollten dich vorhin ehrlich nicht ärgern. Oder nur ein bisschen. Bimbo, mein kleiner, lieber Bimbo. Warten wir nicht noch auf Carlsson? Nein, Lillebror. Ich finde, du solltest Carlsson jetzt Carlsson sein lassen.
Du hast doch Bimbo. Deswegen kann Karlsson aber trotzdem zur Geburtstagsfeier kommen. Du, wer ist das? Weißt du, es gibt mich gar nicht. Ich bin eine Erfindung. Ob das dieser Karlsson vom Dach ist? Wer bitteschön denn sonst? Glaubst du etwa, ich wäre die alte Frau Gustafsson aus der 92? Jetzt guckt ihr aber ziemlich dumm aus der Wäsche, was? Ihr müsst versprechen, dass ihr Karlsson nie verratet. Ehrenwort? Die Sache glaubt sowieso keiner. Hat die Feier schon angefangen? Wie viel habt ihr schon verputzt? Nicht einen Krümel, Karlsson. Sehr schön. Und willst du mir nicht endlich gratulieren? Ach so, doch. Herzlichen Glückwunsch. Sag mal, wo soll ich sitzen? Das ist doch die Höhe. Da mache ich nicht mit, klar? Das ist gemein, wenn ihr mich so ungerecht behandelt. Warum habe ich keine Tasse bekommen? Ach, ist ja sehr schön. Finger weg, das gehört mir. Und dieses und das da auch. Oh mein Haar, hätte ich's vergessen. Aber ich hab dir auch was mitgebracht, weil ich der netteste Mensch der Welt bin. Damit kannst du nach deinem Hund pfeifen. Das ist sehr lieb von dir, Karlsson. Vielen, vielen Dank. Hin und wieder brauche ich sie noch selbst. Recht oft sogar. Ich hole sie dann ganz einfach. Gibt es noch mehr Süßes? Was? Mir wird schwindelig. Hier, guck, siehst du? Karlsson ist nur etwas später gekommen. Heißer Hopsa, ihr hattet, glaube ich, noch nicht das Vergnügen. Mein Name ist Karlsson vom Dach. Genug, das reicht, Cornelia, du überfrisst dich noch. Ich habe meinen Lebtag noch kein Mädchen gesehen, was gieriger war. Kommt, wir gehen lieber. Wir haben alles unter Kontrolle. Eins müsst ihr alle zusammen versprechen, du Birger und Betty genauso. Erzählt keinem Menschen auch bloß ein Wort davon. Absolute Geheimhaltungsstufe. Wieso denn das? Es glaubt uns keiner. Und wenn sie es doch tun, haben wir keine ruhige Minute mehr bis ans Ende unserer Tage. Na schön. Tja. Birger? Klar, geht in Ordnung. Lieber guter Karlsson, ich will, dass du immer noch oben auf dem Dach wohnst, wenn ich von Großmutter zurückkomme. Ich weiß nicht, ob meine Großmutter mich wieder weglässt. Ist längst nicht sicher. Schließlich bin ich der weltbeste Enkelsohn. Ach ja, wirklich? Wer sonst sollte auch nur annähernd in Frage kommen? Fällt dir etwa jemand ein? Ich komme wieder, Lillebror. Und dann essen wir richtig viel Sahnetorte. Heute Nachmittag war es eher spärlich. Heißer Hopster, Lillebror. Heißer Hopster, Karlsson. Heißer Hopster, Karlsson. Zu Großmutter. Gute Nacht, Bimbo. Schlaf gut. Der weltbester Karlsson. Karlsson, Karlsson. Hoi, hier kommt der Karlsson. Karlsson, Karlsson. Keinen, wirklich keinen anderen Karlsson liebe ich so sehr wie mich. Karlsson, Karlsson. Der weltbester Karlsson. Schöner, netter, gerade, richtig dicker Karlsson. Grundgescheiter, wunderbarer Karlsson. Ist doch klar, dass alle.
dazu kann es passieren, dass einer mich echt hasst und mich voll Groll zum Teufel wünscht, weil ihm mein Streich nicht passt. Doch stört das keinen großen Geist und schimpft er noch so wüst. Denn wisst ihr, wer von Dach zu Dach und um die Häuser düst? Der Karton ist zu hurra, hurra, der Karton ist zu hurra, hurra, der Karton ist zu hurra, hurra, plus. Karlsson, Karlsson, der weltbester Karlsson. Karlsson, Karlsson, hoi, hier kommt der Karlsson. Karlsson, Karlsson, keinen, wirklich keinen anderen Karlsson liebe ich so sehr wie mich. Karlsson, Karlsson, der weltbester Karlsson. Schöner, netter, gerade, richtig dicker Karlsson. Grundgescheiter, wunderbarer Karlsson. Ist doch klar, dass alle Welt mich liebt. Stimmt, ab und zu kann es passieren, dass einer mich echt hasst und mich voll Groll zum Teufel wünscht, weil ihm mein Streich nicht passt. Doch stört das keinen großen Geist und schimpft er noch so wüst. Dann wisst ihr, wer von Dach zu Dach und um die Häuser düst. Der Karlsson ist hurra, hurra, der Karlsson ist hurra, hurra, der Karlsson ist hurra, hurra, bloß. Karlsson, Karlsson, hoi, hier kommt der Karlsson. Den Propeller trag ich auf dem Rücken. Ja, hier fliegt der weltbeste Karlsson. Schmetter.